Jo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video vom Shisha-Team. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben mal richtig tief in die Tasche gegriffen, um uns wirklich eine erstklassige Pfeife zu bestellen, die wir euch natürlich heute präsentieren wollen. Und bevor wir dazu kommen, haben wir mal einen kleinen Ausdruck mitgebracht vom Hersteller, den wir euch gerne mal vorlesen wollen, damit ihr schon mal so ein Gefühl bekommt, auf was ihr euch freuen könnt. Ja, also schauen wir uns doch einfach mal an, was der Hersteller zu seiner Pfeife sagt, wie er sie selbst beschreibt. Und ja, dann gucken wir uns die ganze Geschichte mal an und werden am Ende mal beurteilen, ob das wirklich der Fall ist und ob die Shisha vor allem so viel Geld wert ist. Also, bei dieser Wasserpfeife haben wir uns vom Design jahrhundertealter orientalischer Rauchtradition inspirieren lassen. Diese Shisha verbindet modernste deutsche Ingenieurskunst und ein makelloses traditionelles Design. Somit bildet diese Pfeife die perfekte Symbiose zwischen Tradition und Hightech. Diese Shisha ist extra für den Genuss einer einzigen Geschmacksrichtung ausgelegt, da sich die Geschmäcker und Aromen eines Tabaks sehr gut in das grobporige Polyethylen des Innenraums einlagern und die Shisha so von Nutzung zu Nutzung besser schmeckt. In Kombination mit Polypropylen, aus dem nahezu alle restlichen Bauteile bestehen, bekommt man so eine Shisha der Extraklasse mit herausragenden Eigenschaften wie Bruchfestigkeit und Temperaturbeständigkeit. Es geht noch weiter. Der mitgelieferte Kopf aus einer streng geheimen Metalllegierung rundet das Gesamtpaket ab. Er sorgt dafür, dass jeder Tabak genau die Hitze bekommt, die er benötigt und trägt so ebenfalls zu einem perfekten Rauchvergnügen bei. Komplettiert wird das Gesamtpaket, was wirklich keine Wünsche offen ist, mit einem High-Class-Polysiloxan-Schlauch. Mit dem Erwerb dieser Shisha kauft man nicht einfach nur eine Shisha. Es ist eine Investition in die Zukunft und wird von nun an dein treuester Lebensbegleiter sein. Das wird ja auf jeden Fall schon viel versprochen. Ja, es klingt auf jeden Fall sehr hochwertig. Krasse Worte, ich bin wirklich mega gespannt. Also wir mussten echt zu dritt all unser Geld zusammenkratzen, um uns die Shisha leisten und für euch vorstellen zu können. Aber das haben wir natürlich gern gemacht. Und ich würde sagen, ihr guckt euch das Intro an, wir holen die Pfeife und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Und dann legen wir mal gleich los. Wir haben das gute Stück hier. Tada! Ja, es ist von Masaya. Und allein hier sieht man schon wirklich auch die Verpackung wirklich sehr hochwertig schon an dieser Stelle. Das ist eine Metallverpackung, oder? Mhm. Ich glaube, das ist so eine Sonderedition. Steht ja auch da Special Edition. Schauen wir doch einfach mal, machen wir ein kleines Unboxing, was sich dahinter verbirgt. Nach der Beschreibung, das muss, ja, weiß nicht, komplett anders sein als das, was wir schon kennen. Okay, das ist das. Erste haben gleich sogar noch Shisha-Zubehör dabei. Ah, eine Kohlezange gibt es auch dazu. Perfekt. Das haben wir mit dem Preis umgedürfen. Und ein hygienisches Mundstück. Ah, noch ein Ersatz, weil ich sehe schon, hier drin ist auch schon eins dran. Okay. Also erster Eindruck ist der Wahnsinn. Wirklich, es fühlt sich einfach so hochwertig an. Und auch wenn man guckt auf den ersten Blick, man erkennt einfach keine Verarbeitungsmenge. Es ist einfach, es sieht perfekt aus. Wirklich, also das Design ist halt wirklich erstklassig. Ja, damit könnt ihr, denke ich mal, überall punkten. Aber das hat die Welt einfach vorher noch nicht gesehen. Und wollen wir gleich mal die einzelnen Bestandteile uns hier an. Ja, auf jeden Fall. Ach, guck mal, so ein Steck. Schluss. Okay. Mhm. Ganz kurz. Das ist jetzt das Polypropylen wahrscheinlich, ne, von dem Sie gesprochen haben. Genau, denke ich mal. Krass, ja, das fühlt sich halt auch ultra mega krass an. Was mir jetzt schon auffällt, ich bin gespannt, wie der Durchzug ist, weil das Tauchrohr sieht erstmal relativ schmal aus. Mhm. Aber nun haben wir natürlich auch echt so ein High-Class-Material. Wahrscheinlich gibt es da dann überhaupt keinen Unterschied, wenn man das vergleicht mit so einer, weiß ich nicht, Amy oder so. Krass, dass da noch alles drin ist. Unglaublich. Ja, das wird dann wahrscheinlich das Polyethylen sein. Ja, also man sieht das, man kann leicht drücken, ja, es ist leicht formbar, aber trotzdem
felsenfest, ja, also die Bowl schon mal super gut. Ich glaube, hier wird es auch kein Problem sein, wenn man mal auf die Gegend kommt. Ich glaube, das Ding wird niemals umfallen. Ja, sie ist einfach super standfest. Das ist jetzt schon richtig stabil, wenn dann auch noch Wasser drin ist und es schwerer wird. Ja, gar kein und Problem, würde ich sagen. Ich würde gerne eine Sache testen, weil wenn ich hier nochmal auf den Zettel gucke, stand hier drauf, genau, dass die Shisha-Eigenschaft wie Bruchfestigkeit zum Beispiel vereint. Und ich meine, bei der Bowl kennt man es, die geht eigentlich am ehesten kaputt. Ja. Deshalb. Ja, selbst ein Wurf gegen die Wand. Und ist noch da. Ich würde es mal gerne in der Nahaufnahme zeigen, ja, dass ihr euch überzeugen könnt. Alles noch in Ordnung, ja. Nichts kaputt gegangen. Also, mach das mal mit der Alien-Shisha da hinten. Ja, die würde sofort in 1000 Stück ins Zimmer fetzen. Ja, wunderbar. Also, ich denke mal so für den Transport, für unterwegs, auch eine super Shisha, kann man super schnell zusammenpacken. Handlich. Passt halt alles rein. Es passt alles rein. Wir haben alles, was wir brauchen. Und guck mal, was ich gerade sehe. Ihr könnt euch hier auch entscheiden, ohne Diffusor oder mit Diffusor. Ja, ganz einfach ranzustecken. Auch hier wieder super hochwertig, kein Grat. Ihr könnt euch nicht verletzen. So, das heißt, wir haben hier quasi jetzt erstmal die Base mit Tauchrohr in der Hand. Wenn man sieht auch, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht, das ist eine perfekte Linie. Da sitzt einfach nichts schief. Und gucken wir mal hier mal. Hier ist auch noch so eine hochwertige Kappe, die alles verschließt. Ah, das ist ja der Wahnsinn. Guck mal. Ich glaube, das ist diese krasse Metalllegierung. Okay. Da hat man gleich den Kopf mit Aufsatz, also man braucht nicht mal Alufolie oder so für die Shisha oder einen Kamin, einen Lotus, einen One Smoke, was auch immer. Alles dabei. Alles mitgeliefert. Dadurch, dass es hier so schön hitzebeständiges Material ist, hat man da auch gar keine Probleme mit. Richtig. Und was halt auch interessant ist, das habe ich so als Konzept eigentlich noch nie gesehen, man hat hier Diffusor, Tauchrohr, Base und gleichzeitig den Kopf. Das heißt, auf die Rauchsäule wird komplett verzichtet bei der Shisha. Ich bin gespannt, ob und was das nachher ausmacht, wenn wir sie mal richtig testen im Einsatz. Aber so vom Konzept. Ich meine, sie ist dadurch halt auch echt klein, kompakt. Na, also wie oft hat man das Problem bei großen Shishen, man guckt irgendwie Fernsehen, die Shisha steht auf dem Tisch und man sieht einfach nichts. Hast du hier nicht? Überhaupt nicht. Es ist wirklich so kompakt wie möglich gehalten. Und ich bin einfach mega begeistert. Also die Qualität ist einfach unglaublich krass, also da lohnt es sich wirklich mal ein bisschen mehr Geld für auszugeben. Ich hoffe wirklich, dass sie jetzt gleich beim Test genauso gut abschneidet. Was ich glaube, weil bis jetzt bin ich wirklich sehr überzeugt davon. Mhm. Gefällt mir. Wie ist es am Ende? Also der Kopf wird quasi direkt reingelegt in die Base. Ne, der ist dann da so drin. Ja. Dann kann man den Tabak reinmachen. Und am Ende packt man nochmal den Kopfaufsatz oben raus. Und hat auch gleich den optimalen Abstand zum Tabak gewährt, sodass euch da bestimmt nichts verbrennen wird. Muss man bestimmt nicht mal was regulieren. Die Kohle kommt drauf und es wird laufen. Naja, es hieß ja, dass sich der Kopf quasi auf den Tabak einstellt. Ja. Bin ich sehr gespannt. Gucken wir uns nochmal schnell den Polysiloxanstaub an. Und der ist natürlich auch mega. Der ist super, super weich, ne? Also fühlt sich echt richtig hochwertig an. Ja, und verbunden wird er mit so einem mega guten Steckverschluss. Hat man da so ein Schlüpfsystem? Nee, ein Schlüpf ist es tatsächlich nicht. Der Schlauch wird hier einfach, ja, einfach in das Loch gesteckt und es ist wirklich Maßarbeit. Ne? Ihr habt keinen Millimeter Spielraum. Der Schlauch wird gleichzeitig aber auch nicht eingequetscht. Also eine bessere Verbindung und eine dichtere Verbindung gibt es, glaube ich, meiner Meinung nach gar nicht. Perfekt, also man zieht keine Nebenluft. Und hat hier auf der anderen Seite sogar noch ein Ausblasventil. Falls wirklich mal ein bisschen zu viel Rauch gerade noch in der Bowl drin ist. Perfekt, da wurde einfach an alles gedacht. Ja, dann hast du hier den Schlauch und gleich so ein mega geiles Mundstück dazu. Ja, das ist auch wieder reduziert auf das Mindeste, sag ich mal. Aber natürlich passend zum Gesamtkonzept. Gut, so, dann holen wir mal gleich Tabak. Werden euch dann nochmal schnell den Kopf vorzeigen, wie das Ganze von nah nochmal aussieht. Wir haben uns entschieden, wenn wir schon bei Masaya sind, dann sollten wir auch Masaya-typischen Tabak verwenden. Und wir haben nämlich den Doppelapfel-Tabak genau, von Masaya frisch reinbekommen. Und den werden wir gleich mal draufpacken. Kohle ist schon an. Also sind wir gleich ready. Genau. Wir zeigen euch mal, wie es abgerundet ist. So, dann kommen wir mal zum Kopfbau. Wir haben hier schon mal die erste Abdeckung weggenommen. Genau. Also den Aufsatz habe ich in der Hand.
Genau, hier die ideale Zange dafür. Also auch von der Größe perfekt angepasst. Und ihr seht, man kann hier so einfach den Tabak rauszupfen. Ja, und so gezielt halt auch vor allem. Ach, ja, so. Also wenn dir ein Blatt fehlt, kriegst du auch ein Blatt wirklich noch mit raus. Der Tabak bleibt auch überhaupt nicht an der Zange kleben. So. Ja, ihr seht's. Ich mach das mal nochmal ein bisschen gleichmäßiger. Aber wir haben jetzt wirklich die ideale Menge bis zum Rand. Ne, wenn ihr jetzt den Aufsatz raufpackt, habt ihr hier gleich den nötigen Abstand, den ihr braucht, um eben den Tabak nicht verbrennen zu lassen. Und ja, ich würde sagen, wir sind gleich mit der Kohle zurück. So. Es gibt noch eine Sache, auf die ich gern hinweisen würde. Und zwar seht ihr ja, wir haben hier dieses mega krasse Design. Und auch da ist wieder alles abgestimmt. Ne, ihr habt hier so zwei Silhouetten von Gesichtern. Und man füllt das Wasser mit Diffuser zumindest einfach genau bis zur Nasenspitze und hat wirklich die perfekte Wassermenge, sodass man auch da nichts falsch machen kann. Und was ihr auch schon seht, die Steckverbindung ist halt echt stabil. Und ich halte sie jetzt nur an der Base und trotzdem hält alles. Sensationell, wirklich. Ich würde sagen, wir stecken mal den Schlauch gleich mal mit dran. Wie gesagt, der passt hier wirklich sensationell gut rein. So. Und dann haben wir es auch schon. Wunderbar. Top. So. Na, das sieht doch schon mal mega vielversprechend aus, oder? Also ich wüsste nicht, also schon jetzt nicht, was da jetzt nicht passen soll. Am Geschmack, am Rauch. Das Gute ist halt, es ist wirklich alles super kompakt gehalten. Ja. Ihr braucht nicht mal viel Wasser, dass es läuft. Also es ist super minimalistisch gedacht, aber trotzdem einfach unglaublich überzeugend, ja, vom Design her, von der Qualität. Das muss ich auch sagen. Das Einzige, was jetzt noch ist, wir müssen mal wahrscheinlich anziehen, mhm, und können euch dann gleich auch noch geschmacklich und auch vom Durchzug halt noch berichten. Genau. Ja. Also der Rauch kommt langsam. Es dauert natürlich einen Moment. Das Metall muss sich ja auch erstmal erhitzen. Der Geschmack kommt auf jeden Fall schon mal durch. Das ist halt auch krass, ne? Es raucht eigentlich noch gar nicht so richtig und trotzdem schmeckst du wirklich schon 100% Doppelapfel. Oh ja. Jetzt braucht man auch nur wenig Kohle, um das Ganze anzuheizen. Also ja. Also ihr habt vielleicht einmalig relativ hohe Investitionskosten, aber spart halt euer Leben lang bei der Kohle und beim Tabak. Ja, auf jeden Fall. Also ihr braucht wenig Tabak, wenig Kohle, um bestimmt. Und ihr braucht auch keine andere Shisha mehr. So, dann kommen wir auch schon zum Fazit. Also, eigentlich haben wir gerade im Video ja schon alles genannt. Ja, es gibt einfach nichts zu meckern. Die Qualität, der Durchzug, das Design, es ist einfach alles perfekt. Ja, es ist einfach alles in allem die beste Shisha, glaube ich, die ich je gesehen habe. Also, da gibt es einfach gar keine Abzüge, weder in Verarbeitung noch in der Qualität. Da kann sich wirklich MIG, die VUCA oder was nicht alles für Premium-Pfeifen in Anführungszeichen ergibt, ja, in der Ecke verstecken, weil das übertrifft einfach nichts. Ich würde auch sagen, da kommt keiner so schnell ran. Ja, von daher geben wir dafür auf jeden Fall eine Kaufempfehlung raus. Also natürlich für die Leute, die gewillt sind, mal etwas tiefer in die Tasche zu greifen, dafür aber auch nur einmalig, legen wir die Shisha, legen wir euch auf jeden Fall ans Herz. Geben unsere Empfehlung dafür aus, wir sind begeistert. Damit würde ich sagen, haben wir das auch schon wieder mit dem Video. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Wenn, dann lasst doch gerne einen Like da und drückt kostenlos den Abo-Button, damit unterstützt ihr uns sehr. Und ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch übrig, euch noch einen schönen Sonntag zu wünschen, einen schönen Start in die Woche und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video am Mittwoch wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Shisha-Team. Ciao, ciao.